Hallo, liebe Freunde des gepflegten Bildungsfernsehens hier auf YouTube. Da sind wir wieder. Herzlich willkommen. Wie angekündigt, sprechen wir heute weiter über das Thema, wie Schulen eigentlich digitaler werden können. Das ist ja nicht nur in Corona-Zeiten ein großes Thema, aber Corona hat gezeigt, dass da doch noch vieles im Argen liegt. Und deshalb spreche ich heute mit einer Expertin, die sich in diesem Bereich super auskennt, Sarah Fassbender. Los geht's! Ihr erinnert euch, im letzten Video habe ich mit Julian Michels von der Pacemaker-Initiative gesprochen. Wer das Video nicht gesehen hat, bitte einmal hier oben klicken, bitte. Das Gespräch möchte ich heute mit Sarah Fassbender vertiefen. Sarah ist Gesellschafterin bei dem Sozialunternehmen Education Innovation Lab in Berlin. Und was die genau machen, das sagt sie euch jetzt selbst. Sehr gerne. Also ich bin Sarah Fassbender, ich bin die Gesellschafterin vom Education Innovation Lab und wir sind eine gemeinnützige Organisation aus Berlin. Wir sind im Bildungssektor tätig und ganz konkret geht es uns darum, dass wir eine zukunftsfähige Bildung machen wollen oder dazu beitragen wollen, dass zukunftsfähige Bildung entsteht in Deutschland. Und wir arbeiten immer in diesem, sage ich mal, Spannungsfeld oder Handlungsfeld zwischen Bildung für nachhaltige Entwicklung, also die Sustainable Development Goals sind wichtig für uns. Digitalisierung ist natürlich wichtig für uns und die 21st Century Skills. Und in diesem Dreieck, sage ich mal, befinden wir uns. Wir erstellen selber Lern- und Lehrmaterialien, wir geben Workshops und wir machen Prozessbegleitung von Schulen, was ja quasi das ist, was wir hier im Netzwerk machen. Das Netzwerk, von dem Sarah hier spricht, ist das Netzwerk in unserem Programm Schule in der digitalen Welt. Hier arbeiten wir mit 18 ausgewählten Schulen zusammen, denen wir gemeinsam mit unseren Coaching-Partnern, wie eben dem Education Innovation Lab, dabei helfen wollen, den nicht einfachen Weg hin zu mehr Digitalisierung zu gehen. Der Clou an der Sache, wir arbeiten nicht nur mit den Schulen, sondern auch mit Hochschulen zusammen. Denn an den Hochschulen werden ja die künftigen Lehrer ausgebildet und die Hochschulen müssen deswegen ein klares Bild davon bekommen, wo eigentlich bei der Digitalisierung der Schuh drückt. Und deshalb bildet in unserem Programm jede Schule ein Tandem mit einer Hochschule. Sarah Fassbender und ihre Organisation betreuen drei dieser Teams. Und ich habe sie gefragt, was hat sie eigentlich vorgefunden, als die Arbeit begann? Also ganz unterschiedlich. Das fand ich oder finden wir auch, ist ja eine ganz schöne Sache von dem ganzen Projekt des Stifterverbandes, dass sich Schulen in mehr oder weniger allen Entwicklungsstadien bewerben konnten. Also jetzt bezogen auf die Digitalisierung. Und bei unseren drei Schulen war das auch ganz unterschiedlich. Also wir haben eine Berufsschule, wir haben eine weiterführende Schule und eine Grundschule. Und die standen an sehr unterschiedlichen Punkten. Ich glaube, was sie alle eint, war die Tatsache, dass es in der Schule schon eine Gruppe von Lehrpersonen gab, die das Thema Digitalisierung mit sehr viel Enthusiasmus und Kraft und Kreativität vorangetrieben haben, aber auch im Kollegium einfach einen gesunden und wichtigen Skepsis und Zweifel auch gab. Das, glaube ich, hat alle Schulen geeint. Und ansonsten hat sicherlich auch alle Schulen geeint, dass sie an sich Lust hatten, sich auf diesen Weg zu machen und dass es für sie auch Sinn gemacht hat, sich in einem Netzwerk zu bewerben, wo auch Universitäten dabei sind, weil das ist ja schon eine sehr ungewöhnliche Konstellation, die man sonst nicht oft in Ausschreibungen hat. Und deswegen hat es, glaube ich, automatisch so ein bisschen Schulen angezogen, die da eine gewisse Experimentierfreude hatten oder die auch in anderen Zusammenhängen schon eh über den üblichen Tellerrand hinausschauen. Also für uns war es wirklich eine tolle Erfahrung, weil wir sonst noch nie so eng mit Schulen und Unis gleichzeitig gearbeitet haben. Und wir waren ja dann wirklich so kleine Dreierteams, also oder sind, das Programm ist ja noch in voller Kraft. Also wir sind ja Dreierteams, eine Schule, eine Uni, ein zivilgesellschaftlicher Partner. Und die Zusammenarbeit mit der Uni hat einfach, würde ich sagen, den großen Unterschied, den das gemacht hat und macht, ist, dass halt einfach die Ebene der Wissenschaft die ganze Zeit mit reinkommt und so mit rein blubbert. Und das habe ich immer als sehr, sehr bereichernd empfunden. Also das sind so kleine Beispiele, als wir in der einen Schule eine Erhebung gemacht haben, wie eigentlich der Status quo ist unter den Lehrpersonen und unter den Schülern, dann wurde einfach der Fragebogen nochmal von der
Uni überarbeitet und das war dann schon nochmal was anderes. Und zum anderen ist es einfach toll, diese Perspektive der Lehramtsausbildenden dabei zu haben. Es sind ja alles Unis, die Lehrämtlerinnen und Lehrämtler ausbilden. Und damit hat es natürlich nochmal eine andere Perspektive. Also man bereichert sich einfach. Es ist ein bisschen so, als ob man halt in einem interdisziplinären Team ist. Und dann sagt auf einmal jemand was und man denkt sich so, oh ja, stimmt, habe ich es noch gar nicht so gesehen. Und so ist es auch. Und ich glaube, für die Schulen war es in vielen Fällen eine der ersten Momente, dass es eine enge Zusammenarbeit mit einer Uni gab, die jetzt nicht nur auf dieser Ebene von ihr schickt uns ab und zu Studis war. Die Arbeit mit so unterschiedlichen Schularten und dann auch noch in Zusammenarbeit mit Hochschulen ist natürlich nicht trivial. Was steht denn am Beginn einer solchen Zusammenarbeit? Was, glaube ich, bei unserer aller Arbeit immer wichtig ist im Education Innovation Lab, ist, dass wir eben sehr nutzerzentriert, nutzerinnenzentriert arbeiten. Das heißt, am Anfang steht immer, dass man sich anschaut, wie ist denn die Situation vor Ort? Das heißt, eine Status-Quo-Erhebung, eine Bedarfsanalyse stand bei jeder Schule am Anfang, dass man sich wirklich angeschaut hat, wo steht ihr gerade, was sind eure großen Herausforderungen und wo wollt ihr hin? Das war uns auch sehr wichtig, weil dieser Zeitrahmen von 2 Jahren, der wirkt natürlich sehr lang, aber gleichzeitig ist natürlich so ein Digitalisierungs- und Transformationsprozess in der Schule auch nie abgeschlossen. Deswegen war uns schon wichtig, dass wir alle genau wissen, wo fangen wir an und wo wollen wir hin und was ist passiert, dass wir nach 2 Jahren auch sagen, okay, jetzt sind wir zufrieden. Das war ein guter Prozess für uns. Das heißt, dieses sehr nutzerinnenzentrierte, dieses Nachschauen, Nachfragen, Eruieren, was ist gerade der Status quo, der Stand am Anfang. Und dann sehen wir unsere Rolle so, dass wir sagen, wir bieten diesen Rahmen. Das heißt, wir sind dafür verantwortlich, dass die Teams miteinander sprechen. Wir sind dafür verantwortlich, dass es regelmäßige Sure-Fix gibt. Wir sind dafür verantwortlich, dass alle wissen, welche Arbeitspakete gibt es, welche Meilensteine gibt es. Also wir machen so dieses Projektmanagement. Und dann gibt es 2 Sachen, die wir reinbringen. Wir bringen zum einen methodisches Wissen rein. Also sei es, dass wir sagen, okay, zu der Herausforderung machen wir doch mal einen Design Thinking Sprint bei euch im Kollegium. Dass wir einfach dieses methodische Wissen reinbringen und zum anderen auch die Inspiration. Also dass wir vielleicht auch bei manchen Schulen dann eben gesagt haben, okay, jetzt machen wir doch mal einen Workshop zu den und den digitalen Werkzeugen, damit es einfach mal so als Inspirationswelle ein bisschen ins Kollegium kommt. Und dann guckt man mal. Oder man sagt, oh, an der anderen Schule, da ist das schon ganz etabliert mit den Mikrofortbildungen. Wie könnte das denn bei euch aussehen? Oder wäre das vielleicht für euch eine Antwort? Also genau, diese 3 Themen. Einmal diesen Rahmen halten, das Projektmanagement, dann die methodischen Unterstützungsformen und die Inspiration. Der Austausch mit anderen, sagt Sarah Fassbender, ist enorm wichtig für Schulen. Das hat das Programm ganz eindeutig gezeigt. Und vielleicht ist das auch einer der zentralen Lernpunkte, wenn es ganz allgemein um Digitalisierung unseres Schulsystems geht. Bildet Netzwerke, bringt Schulen in den Austausch. Wir würden immer sagen, das ist enorm wichtig. Es ist enorm wichtig, dass es diesen Austausch gibt, dass es diesen Austausch auch über Bundeslandgrenzen hinaus gibt. Im Idealfall wird es diesen Austausch wahrscheinlich international viel stärker geben. Und im Grunde ist es genau das, dass man sagt, man tauscht sich aus und dadurch gibt es zum einen einfach Inspiration, es macht Mut, es gibt irgendwie Rückenwind und natürlich dieser Begriff Leidensgenosse, es kann natürlich einfach auch mal total hilfreich sein, mit jemandem so auf Augenhöhe darüber zu reden, so boah, was geht denn jetzt schon wieder gerade alles nicht? Oder auch was geht gut? Aber einfach, dass man diesen Austausch hat, der ja irgendwie auch bestärkt auf diesem Weg, weil es ist halt ein sehr, sehr langer Weg. Ich meine, Schule, wie wir noch mehr als andere Institutionen sind ja eigentlich immer ein bisschen dem Wandel hinterher. Also der Bildungsauftrag ist ja immer bereiter auf die Zukunft vorher. Die Zukunft kennt aber niemand. Und ich glaube, da ist es einfach so wichtig für diese Inspiration und für den Austausch und natürlich auch, um einfach gemeinsam, also in den Arbeitsgemeinschaften, damit halt nicht jeder bei Null anfängt. Also ein Medienkonzept zu schreiben, das muss nicht jeder bei Null anfangen. Da kann man viel voneinander lernen. Jetzt gibt's die ganze Datenschutzgeschichte, da kann man so viel voneinander lernen. Wenn eine Schule das jetzt irgendwie mit einem Anwaltsteam durchgeboxt hat, dann kann die ja in so einer Best-Practice-Stunde den anderen Teams irgendwie 30.000 Stunden gefühlte Arbeit ersparen.
Also da gibt es, glaube ich, ganz, ganz viel. Und im normalen Alltag fällt das einfach oft runter oder es ist das Geld nicht da oder diese Selbstverständlichkeit nicht da, dass man sich in einer größeren Runde austauscht. Und das ist ja auch was, was der Stifterverband dadurch geschaffen hat. Also es gibt dann ein schönes Ambiente für das Treffen und es gibt dann einfach all das, was halt dazugehört, auch dass sich Menschen kennenlernen, dass sie ein bisschen Zeit für einen Austausch haben. Und durch die Bank haben ja alle gesagt, sie sind da sehr motiviert zurückgekehrt. Aber was fehlt eigentlich? Woran scheitern denn Schulen selbst beim allergrößten Optimismus, selbst beim offensten Mindset? Was wir immer in der Zusammenarbeit mit Schulen erleben, dass es eigentlich immer einen totalen Zeit- und Ressourcenmangel gibt, um Schulentwicklung zu machen. Also das ist nicht als natürliche Aufgabe mitgedacht. Das wird nirgends abgebildet. Das heißt, die Lehrpersonen, mit denen wir arbeiten, in 95% der Fälle passiert das einfach in deren Freizeit. Und es gibt, also die Rahmenbedingungen sehen nicht vor, dass sich Leute mit einer Tiefe und mit einem Zeitaufwand mit Schulentwicklungsthemen beschäftigen. Und manchmal gibt es dann so goldige Sachen wie, oh, dann hat jetzt jemand irgendwie eine Schulstunde pro Woche dafür. Und dann denkt man sich so, das wird jetzt vielleicht nicht reichen. Also, also das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Also es fehlt als Rahmenbedingung diese Zeit und irgendwie eine Struktur dafür, dass es Personen gibt, die sich mit Schulentwicklung befassen. Und es fehlt sicherlich auch ein Weiterbildungs- und Fortbildungs-, weniger das Angebot, aber es fehlt eigentlich diese Struktur, dass Lehrpersonen sich kontinuierlich da weiterentwickeln. Also jetzt sollen irgendwie Lehrpersonen über KI sprechen und wie KI wahrscheinlich, also Diskriminierungsstrukturen total verstärkt. Ja, das kann man gar nicht so leicht verstehen, so dass man es anderen Leuten beibringen kann. Das wird aber unsere Zukunft enorm prägen. Wir kriegen ein Problem, wenn das Menschen nicht verstehen. Also dass einfach diese, entweder diese Weiterbildung mehr gedacht wird oder dass es viel natürlicher wird, dass Expertinnen und Experten von außen reinkommen. Aber also diese Rahmenbedingungen gibt es nicht. Und da müssen unsere Schulen sehr dran kämpfen. Also, weil die müssen es in ihrer Freizeit machen. Das muss man schon klar sehen. Was können denn eigentlich Schulen machen, die nicht Teil eines solchen Programms sind, die sich aber trotzdem irgendwie auf den Weg machen wollen? Sarah Fassbender gibt ein paar Tipps. Also wir würden empfehlen an erster Stelle, dass man sich einmal zusammensetzt und irgendwie klar definiert, warum wollen wir jetzt irgendwie einen Wandlungsprozess machen? Warum wollen wir uns ändern als Schule? Also warum wollen wir jetzt irgendwie das Thema Digitalisierung angehen? Dass man nochmal für sich selber dieses Warum definiert, um auch so eine bleibende Motivation zu haben. Und wenn man das gemacht hat, also wenn man dieses Warum definiert hat, dann als zweiten Schritt mal irgendeine Art von Zielvision, realistischer Zielvision festzuschreiben. Und dann würde ich immer sagen, als dritter Schritt, dass man sich mal versucht, mit einer Schulleitung oder einem Schulleitungsteam zu treffen von Schulen, die vielleicht in der Nähe sind und wo man sagt, ah, ich habe das Gefühl, die sind irgendwie schon ein paar Schritte weiter auf diesem Weg. Und einfach mal gucken, ey, was kann ich jetzt nicht einfach abschauen? Und was kann ich denn einfach mitnehmen? Und kann ich da mal ein paar Kolleginnen und Kollegen hinschicken zum Hospitieren? Und dann würde ich denken, braucht es als vierten Schritt schon irgendeine Art von Verantwortlichkeit, dass es ein Mitglied vielleicht der Schulleitung gibt und dann ein paar Lehrpersonen, die sagen, okay, wir sind da jetzt quasi die Taskforce und wir nehmen uns diesem Thema jetzt an und wir koordinieren diesen Prozess. Aber es gibt ja unglaublich viel Wissen und Erfahrung dort. Und natürlich ist es ein Weg, den jeder für sich gehen muss. Aber es gibt ja schon so ein paar Sachen, wo man sagt, gut, dann fangen wir mal an mit Mikrofortbildungen. In unserem Kollegium, es wird ein paar geben, die da schon irgendwas machen, was sie gern teilen wollen. Und dass man dann vielleicht erstmal so Schritt für Schritt anfängt. Und wenn man dann das Gefühl hat, okay, jetzt sind wir in uns ein bisschen gefestigt, dann mal gucken, ob man externe Inspiration oder Unterstützung sich holen kann. Aber wie gesagt, ich glaube, jede Schule kann auch erstmal total viel in einem direkten Gespräch mit anderen Schulen rausfinden. Was muss sich denn an den Rahmenbedingungen ändern, innerhalb derer Schulen derzeit arbeiten?
Welche Freiräume, welche Möglichkeiten müssen Schulen haben, um sich grundlegend verändern zu können? Dass, wenn die Politik ihren Bildungsauftrag ernst nehmen möchte, dass wir dann sagen, okay, dann müsst ihr Personen auch qualifizieren, dann könnt ihr sie nicht sich selbst überlassen. Das heißt, es braucht Raum und Geld und Ressourcen für Weiterbildung. Es braucht Räume, damit Schulleitungen, Lehrpersonen, damit einfach alle gemeinsam lernen können. Und es braucht einfach diesen Raum, um zu experimentieren. Und dazu muss anders gedacht werden als gerade. Also da muss irgendwie dieses ganze System von dafür gibt's 3 Stunden und dafür gibt's 4 Stunden und man kann Personen aber dann nicht auf einmal für eine andere Aufgabe nehmen. Also dass da die Politik einfach diesen Auftrag ernst nimmt, zu sagen, okay, wir haben jetzt eine andere Welt, wir brauchen eine andere Schule. Wir können nicht einfach den Leuten, die gerade drin sind, sagen, macht mal. Sondern wir nehmen da unseren Auftrag ernst, Strukturen zu schaffen, Fortbildungen zu ermöglichen, Räume zu ermöglichen. Und davon spürt man jetzt ja nicht so viel. Also damit wäre, glaube ich, unglaublich viel geschafft, weil es gibt so viele Ideen in den Köpfen von den Schülerinnen und Schülern, in den Köpfen von Lehrpersonen, in den Köpfen von Schulleitungen. Es gibt so viele Ansätze, es gibt so viel Tolles, was schon passiert. Aber das braucht halt alles ein bisschen Zeit und Ressourcen, um dann wirklich in die Breite zu kommen. Und dieser Schatz wird ja noch überhaupt nicht irgendwie angetastet. Also diese ganzen guten Ideen, die da sind. Genau, also deswegen wären es, glaube ich, die 2 Sachen. Diese Räume zu schaffen für Fortbildungen, diese Räume zu schaffen zum Experimentieren und die Räume, damit die Personen, die gerade mit Schülerinnen und Schülern und Schülerinnen und Schüler selber, dass die ihre ganzen Ideen zum Tragen bringen können. Und dafür braucht es aber auch einen Raum. Ja, soweit also mein Gespräch mit Sarah Fassbender. Ich denke, das war eine hilfreiche Vertiefung des Gesprächs mit Julian Michels. Und um die Sache dann komplett zu machen, spreche ich im 3. und letzten Teil dieser kleinen Reihe mit Tatjana Linke. Sie ist Geschäftsführerin der Akademie für innovative Bildung und Management in Heilbronn. Das Video kommt dann in Kürze. Und wenn ihr dabei sein wollt, klickt einfach den Abo-Button. Wir freuen uns, wenn ihr regelmäßig auf diesem Kanal vorbeischaut. Kommentieren könnt ihr natürlich auch gerne. Zum Thema Schule hat doch jeder eine Meinung, oder? Dann teilt sie uns bitte mit. Bis dahin, ihr und euer Michael Sonnabend.